Moin Mädels, es ist Samstag und es ist ein herrlicher Samstag. Es ist nämlich heute ein Lovely Boxes Samstag. Ich habe eben gerade schon von Kellertreppchen ein Überraschungspaket bekommen und das Unboxing wird ja wahrscheinlich schon geladen sein. Das habt ihr vielleicht schon geguckt. Und die liebe Betty Schulz, ich habe nämlich jetzt zwei liebe Bettys, ne? Hat mir eigentlich eine BB-Cream schicken wollen. Und wer es auf Facebook gesehen hat, hat gesehen, dass ich so ein mega Paket bekommen habe. Und jetzt habe ich einfach mal so die Vermutung, dass ich euch beim Auspacken lieber mitnehme, weil ich schätze mal, es liegt jetzt nicht daran, dass sie keinen Briefumschlag hatte oder sowas, sondern dass da unter Umständen noch was anderes mit drin ist. Hat nämlich auch gesagt, sie hat da noch ein, zwei Sachen gefunden und deswegen hier ein weiteres Unboxing. Ich sage euch gerne wieder einmal, es macht mir immer wieder Spaß und es ist, es wird nicht langweilig. Wird es einfach nicht. Nein. Und deswegen, ich hoffe, es wird euch auch nicht langweilig, immer wieder zuzugucken. Ansonsten, ihr seht es ja schon in der Überschrift, dann klickt ihr halt nicht. Aber überraschenderweise gibt es wirklich immer wieder Klicks drauf und deswegen vermute ich einfach mal, ihr habt da genauso viel Spaß dran wie ich und deswegen. Ich habe es geöffnet. Ganz niedlich finde ich, dass sie auch Lovely Box draufgeschrieben hat. Und ja, dann werde ich das jetzt mal auspacken. Es ist mir entgegengesprungen, also es ist nur so aufgesprungen. Weiter bin ich noch nicht. Im Moment sehe ich ganz viele Zeitungen. Und die werde ich jetzt mal alles schön durchschütteln. Danke überhaupt erstmal, die verrückte Maus. Ne? Hier gibt es eine Werbebeilage von Kaufland. Das ist cool, ihr habt aber gar nicht. Ja. Da kommt Knisterfolie. Ah, da ist auch ein Brief. So. Sollte ich nochmal irgendwas hier von dem Papier reingucken oder so, schreibt mir ganz schnell. So. Oh. Oh nein, das Buch sehe ich gerade. Das ist geil. Danke. Ich finde den Küken total cool. Ich lese jetzt einmal erstmal ganz kurz. So, Moment. Hier ist die BB-Cream, ja. Ja, da ist irgendwie mehr drin. Schön. Einiges wird nicht mehr verwendet. Und da haben sie sich zusammengetan, sind eine Lovely Box. Ganz toll. Super. Also, was ihr jetzt noch nicht gesehen habt, aber ich, ist das Buch von Eckhard von Hirschhausen. Den finde ich so geil. Die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Hatte ich sogar schon meiner Beobachtung bei eBay und so weiter, aber ist dann irgendwie nichts draus geworden. Hilf Akupunktur beim Auto, warum regt einen Glückstee so auf und wie findet man mit geschlossenen Augen seinen Traumpartner? Ganz süß, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Dankeschön, das ist schon mal ziemlich klasse. So, stellen wir mal hier mit hin. Das ist echt ein cooler Typ irgendwie. Meine Mutter mal offensichtlich. Ja, ich nehme mal Karten. Ja, das sind diese Karten, die sind immer, wenn man so mal Schweinske oder sowas aufs Klo geht, da bleibe ich auch mal vorstehen. Die kann man sich dann mitnehmen. Och, hetz mich nicht. Das könnte ich mir, es gibt ja T-Shirts davon, das würde ich mir am liebsten irgendwo hinklemmen oder sowas, weil Männer doch immer ist, ne? Ihr wisst es ja. Und der Sascha Gramm ist auch ein geiler Typ. Oh, und hier, die hätte ich auch alle mitgenommen. Liebe ist von der Kinderschokolade. Verschicke deine eigene Liebe ist Botschaft auf kinderriegel.de. Dankeschön. Süß. Den Gramm, den mache ich da mal vor. Das wird meine Dingskarte, meine Lesezeichenkarte. Das kommt jetzt dahin. Ich habe gar kein Päckchen, so groß, ich habe gar keinen Platz hier zum Hinstellen. Moment, so. Knisterfolie, yeah, yippie. Oh, und du hast alles eingepackt, Maus. Ah, du Arme. Ja, dann machen wir, da ist sie. Dann, ah. Dann machen wir das mal so, dass ich wieder reinkrabbel. Ganz viele Sachen sind eingepackt, ein paar Sachen nicht. So, wie gesagt, Catrice hatte Ausverkauf und als ich zum DM kam, war da eigentlich schon nicht mehr viel. Und das, worauf ich ja so spitz war, ihr habt ja auch meine Review bestimmt gesehen, ich war ja so hin und weg von den BB-Creams. Und meine drei ist jetzt fast alle, die habe ich auch nicht mehr nachgekriegt. Vier war ja schon raus, davon hatte ich noch eins. Die 1 habe ich doppelt, weil sie mir einmal eine Reklamation zurückgeschickt haben und die 2 fehlte mir noch komplett. Und auf die war ich jetzt ganz heiß, weil ich die noch gar nicht ausprobiert hatte. Und das war ja die BB-Cream mit dem 30er Lichtschutzfaktor.
Und deswegen bin ich eigentlich, sie haben ja jetzt so ein anderes System, das so läuft wie zum Beispiel hier Studio Secrets oder sowas. Moment, habe ich da auch irgendwo was. Ach, nehmen wir einfach mal hier die Kügelchenform. Die habe ich von Superdine bekommen, von Agnes B. auch. Creme Eclat. Und das ist dieses Prinzip, so wie ich das gesehen habe bei denen, dass man eine weiße Creme aufträgt und die sich dann individuell anpasst. Und sowas wollen die jetzt wohl auch machen. Oder haben sie schon gemacht. Die Mädels, die jetzt beim Catrice-Event waren. Die Mädels, die beim Catrice-Event waren, die können da schon von sprechen, können da schon was zu sagen. Ich noch nicht. So. Dann passt sich das so mit dem Hautton an, hat eine leichte Deckkraft. Ist auch eine tolle Sache, aber ich weiß nicht, warum sie dann... Sie hätten doch die BB-Cream auch drin lassen können. Also das finde ich total bescheuert. Ansonsten BB-Cream selber machen, habe ich ja kürzlich ein Video zugemacht. Und ich glaube, Sue Estrella hatte mich dazu angeregt, ne? War eine super Idee, kam offensichtlich ganz gut an und viele Mädels haben wohl schon mitgemacht. War eine super Idee, dankeschön. Gut, dass du da nochmal nachgehakt hast. Und jetzt habe ich die... Ja, ich brauche euch die Farbe nicht zu zeigen. Die gibt es ja jetzt nicht mehr. Also da bin ich ein bisschen traurig drum. Na, eigentlich sogar ein bisschen sehr. So, Balea, Milch- und Honigmaske. Regenerieren für gestresste Haut. Super. Nachdem ich mich eben schon wieder abschminken musste, jetzt geht das schon wieder los. Da geht es noch einen Moment. Eben ist es gerade ausgegangen. Ich musste mich ja eben nochmal komplett abschminken. Moment. So, jetzt ist der Lack ein bisschen ab. Ich habe gerade ein kleines Päuschen gemacht mit Männern, der hat mich gerufen. Aber... Für euch war es ja jetzt gerade und für mich ist es jetzt eine halbe Stunde her. Aber ich bin noch in Auspackstimmung, freue mich sehr. Habe nur so ein bisschen rumgefaulenz gerade und deswegen sieht das alles noch ein bisschen aus. Ich habe jetzt nicht nachgeschminkt, denn ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht so ein oder zwei Sachen dabei sind, die man vielleicht ausprobieren kann. Dann brauche ich das ja nicht großartig, ne? Zu probieren. Ich wollte mir eigentlich jetzt hier was zum Abtupfen hingelegt haben. Habe ich. Habe ich aber alles versteckt. So, haben wir. So, die Milch- und Honigmaske hatten wir. Die duften immer so lecker. Das finde ich schon mal total klasse. Hier war noch was nicht eingepackt. Und da habe ich was gesehen, das fand ich schon ganz große Klasse. Und zwar von Astor eine Lip Color Butter in Amazon Chic. Oder Amazon Chic. Und das ist genau meine Farbe. Und ich habe ja von denen nur die eine Farbe gehabt, damals die Hug Me. So. Und das hier ist eine von den Farben, die mich noch so furchtbar interessiert haben. Und wo ich da immer zu geizig zu gewesen bin. Ach, und jetzt muss ich die natürlich unbedingt ausprobieren. Moment. Einmal das da und einmal das da. Ah, eine nicht runterfallen! Machen wir jetzt einmal ohne Lip Liner. Die riechen auch so lecker. Oh ja. Ich glaube, dass... Also ich bin damals auf die Lip Butters gekommen über Luxen 2303. Und die hatte damals alle gekauft. Und diese Farbe, meine ich, hätte ich mir aufschreiben wollen. Hab mir dann aber aus irgendeinem Grund die Hack mir aufgeschrieben. Hab mich da noch gewundert im Laden, dass die so hell ist. Und zu Hause natürlich festgestellt, dass es ein ganz anderes Ding ist. Die Farbe finde ich ja wieder so schön, dass man die zum Nachkaufen nehmen kann. Oh, ist die toll. Amazon Chic. Oder ist das, es gab doch zwischendurch nochmal so eine Aufstockung, ob das aus der Aufstockung ist. Sie hatte jedenfalls sowas, das sah so ein bisschen, könnt ihr das sehen, so ein bisschen aus, als wäre da Pearl drin. Ist kein Pearl drin, aber es schimmert einfach so schön. Super, herzlichen Dank. Das finde ich toll. Wundert mich aber, dass du die nicht nimmst, weil die finde ich geil. Und da war noch was. Zwei noch nicht eingemacht. Oh, von Kiko. Laser Nail Lacker. Super, in rosa. Jetzt habe ich nichts hier zum Aufmalen. Nö. Nix da. Nehmen wir... Ach, das war... Moment. Haben wir hier noch was. Es ist allerschönstes, herrlichstes Wetter, aber wenn man jetzt gerade rausgeht, dann kriegt man echt einen Dahlschlag. Deswegen bin ich jetzt gerade noch drin. Ein ganz süßes Rosa.
Und in der Packung drin sieht man, dass da so ein silberner Schleier durchgeht, silbergülden fast. Kann man wahrscheinlich über die Cam jetzt nicht so sehen, aber herrlich. Und auch gleichzeitig noch mit einem Look da rausgeholt, Look, mit einem Griff, Look steht hier gerade. In der Farbe Taupe, ein Perfect Look Kajal. Super, von P2. Ihr kennt mich aber echt gut inzwischen, ne? Oberhammer. Ich hatte gerade einen weggegeben und da tat es mir so leid drum. Ein Eyeliner in so einer Farbe. Und da machst du mir gerade eine sehr, sehr große Freude drüber, weil, ja, ich war halt einfach traurig drum, so. Und hatte eigentlich nichts mehr. Ich hatte gedacht, ich hätte zwei davon, habe ich aber nicht, beziehungsweise den anderen auch schon wieder weggegeben. Und da ist das perfekt. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Toll. Das sind die, wo die Anspitzer hinten mit drin sind. Super, Dankeschön. So, jetzt sind, ah, da ist noch was nicht eingepackt. Auch von Kiko. In der 06. Auch so eine schöne Farbe. Aber die lasse ich jetzt erstmal einen Moment, die finde ich so toll. Ein schöner Pinkton. Ein Pinkton für die Mausi. Pinke Mausi, ne? Pinke Miezmaus, da haben wir es wieder. Toll. Ach, ich mag Kiko total gerne, echt, aber ihr wisst ja, ich komme noch nicht so häufig hin. Noch was nicht eingepackt? Nein. Gut, dann fangen wir an. Hier oben. Die Farbe geht nicht bei mir. Schon wieder so ein süßes Backpapier. Eben hatte ich so ein schönes buntes hier. Und das jetzt in Gold mit kleinen Herzchen drauf. Ich bin euch sehr dankbar dafür, dass ihr euch immer die Mühe macht, das einzupacken. Weil, ne, ich muss es nicht immer wieder wiederholen. Ich bin ja nur ein Einpackmuffel, aber ich packe total gerne aus. Und das macht einfach noch doppelt und dreifach viel Spaß. Oh, was bist du? Long Lasting Make-up von Essence Day All Day. Davon habe ich noch gar keins. In Soft Beige. Cool. Mensch, jetzt hast du das BB-Cream-Video dann nicht gesehen. Jetzt hättest du es doch selber probieren können. Noch zu verändern. Denkt dran, Mädels, niemals was wegtun oder sowas. Ihr könnt immer erstmal gucken, ob ihr das nicht irgendwie noch verwenden könnt oder so. Die hat aber eine heftige Deckkraft, ne? Und ist sehr ergiebig. Aha. Wow, cool. Klasse. Das gefällt mir. Super. Da ist jetzt ein bisschen viel. Ein bisschen sehr viel. Nehmen wir mal ab, damit wir gleich noch Chance haben, was da drauf zu machen. Toll. Stay all day. Coole Sache. Dankeschön. Und einfach krabbeln. Ich bin so toll. Dann wollen wir mal gucken. Hast du ein Backup abgegeben, vermute ich mal. Weil wenn du was gut findest, dann kannst du es ja nicht wegtun. Ich bin so toll. Ein Lidschatten. Plum Peacock, also Pflaumen V. Oh, Metal Eyes Eyeshadow. Ich sag ja, die habe ich noch nicht. Da. Von P2. Ganz doll glitzernd. Da haben wir es. Ziehe ich da einmal drüber. Oh, der ist wirklich schön. Da. Passt ja sogar heute. Oh, so ergiebig. Ich habe nur einmal kurz reingetupft. Total ergiebig. Wow. Das ist mal ein lila Ton, der mir gefällt. Toll. Danke. Schön. Das sind die mit diesen Vertiefungen. Super schön. Danke sehr. Das finde ich klasse. Ich bin so toll, Danke. Was haben wir hier? Im Laden ist er so toll gewesen. Ja, das hat man leider manchmal, ne? Ich finde es auch doof, wenn man im Laden mal was ausprobiert. Ich gehe auch meistens dann mit den Swatches auf den Händen nochmal vorne zum Eingang. Ich denke immer, dass die dann denken, ich will irgendwas klauen gehen. Aber ich gehe ja nur bis zur Tür und dann, ne, gucke ich. Weil es sieht jetzt schon auf den Lippen immer dann noch anders aus, weil man ja sowieso einen Rotton hat. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum man sich das immer auf der Hand swatcht.
Und ja, eigentlich kauft man bei Lippenstiften ja immer die Dings, die Katze im Sack. Matte Deluxe, I miss you. Ja, im Laden fand ich den auch toll. Ich habe den auch damals gekauft im Ausverkauf. Und auf meinen Lippen sah er auch nicht mehr so gut aus. Den habe ich aber, glaube ich, schon weitergegeben. Und ein Backup hatte ich noch gekauft, weil der im Ausverkauf war, wie gesagt. Also eigentlich ist es wieder gut, dass du mir den reingetan hast, denn ich habe meine beiden nicht mehr. Ich glaube, Betty hatte ich reingegeben noch. Das war aber als Giveaway, hatte ich extra gekauft, weil ich wusste, dass sie orange trägt und dann, ja. Super. Bin gespannt, wie er dir steht. Dann muss ich ja jetzt schon mal abtupfen hier. Moment. Tschüss, du schöne Lip Butter. Schön, Lippenprodukte, herrlich. Und wen bist du? Nivea Beauty. Oh, Nivea, dass die aufgehört haben mit Beauty-Produkten. Ich war noch nicht so, also ich habe mich immer schon geschminkt, aber ich habe bei Nivea nie sowas gefunden und ich war noch nicht so schminkverrückt wie jetzt. Und dann haben die ja aufgehört, Beauty-Produkte zu machen praktisch. Und ich habe das gar nicht mehr so richtig mitbekommen und den Ausverkauf auch nicht und sowas. Ich weiß noch, das war die Schrebergartenzeit. Braunton, super. In der Schrebergartenzeit damals und wir hatten jemanden, der auch für Beiersdorf gearbeitet hat und ich habe das alles viel zu spät mitgekriegt. Ja, und jedenfalls sagt er, nee, jetzt sind sie raus. In der Farbe 06 habe ich jetzt hier ein Schätzchen. Haben wir einmal da. Und sieht auch schon toll aus. Wieder 10 Minuten, ich habe mich noch gerade erst hingesetzt. Das ist ein schöner Orangeton. Man kann auch mal ohne Lip Liner tragen, ne? Ich bin ja so darauf fixiert, immer meinen Lip Liner zu tragen. Ist eine sehr schöne Farbe, dankeschön. Aber da frage ich mich auch, warum du den nicht behalten hast. Ich freue mich, davon ganz abgesehen. Aber warum hast du ihn nicht behalten? Grün, grün, grün ist alles, was ich habe. Kennst du das, ne? Oh, jetzt habe ich, kennst du auch noch Laurentia, liebe Laurentia, mein. Das ist grün, grün, grün ist alle, sind alle meine Kleider. Grün, grün, grün ist alles, was ich habe. Darum liebe ich alles, was so grün ist, weil mein Schatz ein Jäger ist, glaube ich, ne? Oder ein Förster. Und dann konnte man das immer mit allen durchspielen. Wobei bei Rot Feuerwehrmann, glaube ich, ne? Weiß, Krankenschwester wollte ich schon sagen. Arzt. Wer bist du? Geile Farbe, wer ist das denn? Mint Me Up. Der lag auf der Seite und dann hat sich jetzt das ganze Gold hier gesammelt. Das ist ja eine geile Farbe. Den habe ich noch gar nicht so bewusst gesehen. Kommt jetzt auch hier mit drauf. Das ist eine sehr schöne Farbe. Es kommt natürlich, doch, da kommt das Gold ganz super hervorragend raus. Oh. Den habe ich ja jetzt erst seit 2 Tagen drauf. Und ich kann mir vorstellen, dass es einen Moment dauert, bis ich den anhabe. Deswegen wollte ich den jetzt eigentlich noch gar nicht verändern. Aber dafür würde ich den wahrscheinlich sogar abmachen. Wartet mal, ich mache den jetzt mal hier auf den einen drauf. So in Kombination, vielleicht sieht das ja ganz witzig aus. Moment, bin gleich wieder da. Hoffentlich verrutscht mir das jetzt hier nicht. Hihi. Nochmal was anderes. Das ist eine geile Farbe, sag mal, Mausi. Dankeschön. Mint mir ab. So mintig finde ich die gar nicht. Und diesen Schiller da drin von dem Gold, super. Ich habe es aber zu dick aufgetragen. Das wird nie trocken. Was haben wir da? Steht nichts drauf. Wie das hier am Schillern ist. Herrlich. Ach Mann. Alia Aftershave. Moment. Ah, du sagtest ja, etwas wäre für Schatzi drin, ne? Nee, das sagte mir eben La Love You Beauty. So, Aftershave Pflegegel. Mildert rasurbedingte Hautrötung, wirkt der Bildung von Rasierpickelchen entgegen und beruhigt gereizte Haut. Ideal für sensible Hautpartien. Cool. Moment. Machen wir einmal da drauf. Ah, jetzt mit dem Swatch ist natürlich dann immer blöd. Riecht auch gut. Und ich meine, letzten Endes kann ich das doch mit Schatzi teilen, ne?
Freut er sich auch mal, kriegt auch mal was. Das riecht auch sehr angenehm. Toll, dankeschön. Das gehört wieder zu den Sachen, die ich mir so selber niemals gekauft hätte und wo ich natürlich absolut super happy bin, wenn ich sowas dann mal ausprobieren kann. Glitzert wie verrückt. Euer Mausi-Prinzesschen hier. Das wird auch, glaube ich, nie aufhören, dass mir Glitzer und Funkelkranz gefällt. Oh. Million Brilliance. Haben mehr. Aus der Luxury Lackers, Catrice, ja, LE war das? LE oder eine Reihe? Weiß ich gar nicht. Da kann ich auch so eine Kombination machen wie hier, ne? Super. Zweimal auftragen steht da. Da. Blinky, blinky, blinky. Dankeschön. Oh, toll. Wenn wir daneben. Macht das Spaß. So, da steht nochmal was mit Glitzer. Moment. Glitzerlippen. Hm. Immer. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass wenn Pearl-Effekt drin ist und sowas, dass die ein bisschen länger halten. Ist einfach so. Den ersten Fummel mache ich mal da oben hin und den Rest werfe ich unten. Hier sieht es aus. Oh, von Essence. Glamour Queen. Ja. Ihr wisst ja, Essence stehe ich drauf. Da ist er. Und Glitzer, Glitzer, glitzert. Ich lasse den jetzt aber drauf im Moment. Ja. Wobei, das passt besser zum Grau, ne? Moment. Ich finde die Essence einfach toll. Kannst du einfach so blind kaufen. Und die für 1,99 gibt es ja zum Glück immer noch bei Müller. Die 54, glaube ich, Honeybee. Kann ich blind tragen. Ich habe 3 Jahre oder sowas am Stück immer die 40 gekauft. Mit der habe ich es jetzt gar nicht mehr so. Jetzt ist es immer die Honeybee. Hab meine jetzt nicht hier, aber in meinem Täschchen. Ja, da lauert die. Kann man doch einfach so drauf machen und gut. Fühlt sich angenehm an. Gut, man schminkt ein paar Mal öfter über. Aber ganz ehrlich, ich habe auch teure Dinge, die ich ständig überschminken muss. Also, ich habe welche von NYX und 2 Stück, die halten fast kürzer als die, weil die ganz cremig sind und pearlig. Und flupp, sind die wieder weg. Hammer. Also, Name ist nicht immer, ne, Garant dafür. So. Oh ja. Oh, da ist schön. Noch ein Lacker. Crush Crystals. Call Me Princess, auch von Catrice. Geil. Oh, ist das schön. Effektlack für brillante Highlights auf den Nägeln. Stunt Finish Look. Ich werde hier am besten, ich werde sie mir alle unterschiedlich lackieren. Immer einer nach dem anderen. Und dann am besten auch Füße. Ah, schön, herrlich. So, was machen wir hier? Nochmal, alles Sand. Okay. Den habe ich, der ist geil, der ist echt toll. Sand Style von P2. In 020 Love Sum. Ist auch eine ganz tolle Farbe. Aber ich hadere mit den Sand Styles ja immer so ein bisschen. Ich muss da immer dran rumfummeln. Habt ihr das auch? Ich kann damit überhaupt nicht aufhören, rumzufummeln. Den Crushed habe ich gar nicht aufgeteilt. Ne? Das ist eine sehr schöne Farbe. Moment, den Crushed Crystals mache ich noch daneben. Ich habe noch alte Tipps und ich habe mir mal überlegt, dass ich die alle irgendwie mal auf Stäbchen klebe oder sowas. Dann kann ich euch das auf richtigen Tipps dann zeigen. Das ist jetzt der Crushed Crystals und das daneben ist der Zen Style. Alles Hammerfarben. Und wie das Gold da rauskommt. Super. Ach ja. Krabbeln. Moment. Bestimmt genau deins. Das ist es hier immer. Ihr wisst ja, was mir gefällt. Ich bin erstaunt, wie gut manche zuhören. Echt. Was man immer so vor sich hin krabbelt. Oh. Genau meins. Beauty UK Lip Blast.
Der kommt noch oben drüber. Na, dann verfälsche ich das, ne? Moment. Aber sowas von. Absolut meins, hast recht. Pappst auch nicht. Einfach schöne Farbe. Danke. Und ein Pearl drin. Herrlich. Weiter, weiter, da ist immer noch was drin. Der knallt. Okay. Warm um die Ecke. Heute wollen wir noch grillen, aber im Moment ist es zu warm zum Grillen. Das ist noch nichts. Ah, die Serie kenne ich, davon habe ich die anderen beiden. An den habe ich mich nicht dran getraut. Moment, gleich ist er da. Das war eine LE. Nee, das ist eine andere Geschichte. Doch, A Night to Remember. Die hat eine schöne Sache da. Oh, da bin ich hinterhergelaufen. Die habe ich irgendwo in Melle oder sowas habe ich dann, weil wir da unterwegs waren, habe ich mir die gekauft. Hammer. Ah, dann habe ich sie jetzt alle drei. Sweetness of Seduction Lip Gloss in der Farbe Marvelous. In der Farbe Marvelous 040. Da. Zeigen wir auch. Da sieht man immer, wie schnell so 10 Minuten eines Lebens vorbeigehen, ne? 3-4 Lacke und dann sind schon wieder 10 Minuten um. Jetzt wisst ihr, warum ich da vorsichtig war, ne? Ja? Aber so ist es jetzt nicht so schlimm und wenn man einen anderen runter hat. Super, danke. Und diese Lipgloss und so, die ziehen sich nicht so schnell auf die Zähne. Immer noch was drin. Oh, da glitzert es auch so. Oh, wer bist du denn? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Lost in Glitter Polish von P2. In nur 60B Divine. Was hast du für Farben entdeckt, sag mal. Oh, cool. Nein, der sieht ja geil aus. Ist wohl ein Blau-Unterton und hat dann so lilafarbene und purplefarbene Glitter drin. Hammer. Moment, ich zeige das. Ich versuche euch das hier noch so ein bisschen länger zu zeigen. Irgendwie so kann man was sehen, hoffe ich. Ich habe Türkis auf meiner Hand. Cool, das sieht ja aus hier wie ein Nagelstudio. Was haben wir da? Ich mag sie nicht. Also du magst sie nicht. Ich bestimmt. Ich habe viele neue Lieben entdeckt in den letzten Wochen. Ich glaube, von meinem ursprünglichen Make-up steht hier schon noch was. Oh, da bin ich nie dran gegangen. Perfect Face Anti-Red Base. Neutralisiert Rötung, gleichmäßiger, gesunder Teint. Das finde ich gut. 020 Correct Me. Ich habe ja... Ist auch von... Ach nee, jetzt... P2, also von denen habe ich auch das, was das kann. Das ist ja so weiß illuminating. So weiß und irisierend und so weiter und macht die Haut schön frisch. Und das soll Rötungen ausgleichen. Weil es immer heißt, dass Grün die Komplementärfarbe ist zu Rot oder irgendwie sowas und sich das dann neutralisiert. Ich finde das jetzt nicht so. Aber ich habe es natürlich auch noch nie im ganzen Gesicht ausprobiert. Ich finde eigentlich immer, wenn ich sowas Weißes hier oben genommen habe, dass ich habe ja nun mal Rötungen, dass sich das dann irgendwie eher versteckt hat oder so. Bei dem Grün habe ich immer das Gefühl, dass man dann ein bisschen elend aussieht. Und dann das Grün erstmal wieder mit dem Korrektor wegmachen muss. Und dann kann man auch direkt einen Concealer draufpacken. Aber da bin ich jetzt mal sehr gespannt, denn wie gesagt, ich habe da mal vorgestanden, habe es nie mitgekauft. Ich glaube, die gibt es jetzt auch gar nicht mehr.
Und bei meine Rosa-Creme haben sie irgendwann rausgenommen, soweit ich weiß. Und da bin ich total gespannt drauf. Guck mal, jetzt ist es natürlich wirklich neutralisiert. Jetzt sieht man da nicht mehr viel. Und vielleicht habe ich da einfach einen frischeren Ton, weil ich es im ganzen Gesicht benutzen kann. Toll, danke. Da ist immer noch was. Hast du schon mal gesehen bei mir? Habe ich auch was dazu gesagt? Hatte ich ein großes haben wollen im Gesicht? BB Cream. BB Cream, immer gut. All in One BB Cream in 01 Universal. Universal. Von Essence. Beauty Balm. Okay. Ui, das ist dafür. Oh, kommt alles um raus. Ich habe gedrückt. Nein. Oh, das ist ein bisschen viel. Ich nehme jetzt mal nur ein bisschen davon. Sieht so hammermäßig rot aus und tüchtig, aber verdingst. Lässt sich schnell verteilen. Und sieht dann nicht mehr so shocking aus. Ich habe das Gefühl, das passt sich der Haut so ein bisschen an. Probiere ich liebend gerne morgen aus. Super. Danke. Und ist immer noch was drin? Da ist ein Stiftchen. Steht nichts bei. Riecht auch gut. In Chocolate. Chocolate P2 Perfect Look. Perfect Look Lip Liner. Schöne Farbe. Genau Mami Style hier. Perfekt. Dankeschön. Hätte ich mich ja fast hinsetzen können und ein Full Face Make-up machen können, so nach und nach, ne? Jo. Machen wir das auf. Keine Instruktionen dabei. Einfach nur aufmachen, Freund. Oh, warum trennst du dich denn davon? Meine habe ich doch auch von denen. Jetzt nicht hier? Nee, nicht hier. Also, P2 Forever Intense Eyeshadow Cream Just Be You. Ich habe doch auch eine. Ja, da. Ich habe die 020 Just As You Are. Klasse! In so einem Weißton. Dann brauche ich ja vielleicht dieses Lash-Produkt gar nicht. Guck mal. Wenn ich das nehme, anstatt zum Highlighter oder so. Herrlich. Mal kurz an 15 Euro gespart dann, ne? Sieht man jetzt nicht so viel von. Ich will jetzt aber auch nicht so. Doch, ich will ruhig. Kannst ja wieder abmachen. Passt hier sogar zu dem Lila. Fällt gar nicht so doll auf, ne? Der andere, der den ich habe, Moment, den nehme ich jetzt einmal so ein bisschen mehr. Hast dich da verkauft? Hast du eine andere Farbe dann nachher noch genommen? Oder war das jetzt so gar nicht deins? Das ist der, den ich habe. Da seht ihr den Unterschied. Jetzt ist mir auch gerade mein Zieltöpfchen runtergefallen. Ich habe allen Ernstes immer noch diese Versiegelung dafür da, weil ich immer Angst habe, dass die austrocknen. Das soll ja nicht passieren, weil so häufig benutze ich die ja nun nicht. Ja, einmal meine Farbe hier, die kann ich bestimmt hervorragend auch zusammen benutzen. Toll, danke. Ah, das ist schön. Und immer noch was? Da. Glitzer Queen, na, 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 oh, Glitzer Queen. Steht da. Nicht, dass ihr denkt, hier ist total ausgetickt. Von Shadoa. Ein Face and Body Powder. Dobner Kosmetik. Eine eigene Farbe. Nicht nochmal. Jetzt kommt mir das bestimmt alles entgegen, ne? Moment. Nein. Mit Spiegelchen und einem ganz süßen kleinen Questchen. Moment. Da gehen wir mal rein. So. Oh, das sieht ja geil aus. Hammer. So Highlighter-Puder. Highlighter, Bronzing-Puder. Toll. Danke. Oh, die Quaste ist niedlich.
Oh, da werde ich morgen schön loslegen. Ja. Klasse. Ach Mann. Ich habe dann eine Babycreme für dich. Hahaha. Geht doch immer. Sitzt jetzt bestimmt auf heißen Kohlen, was ich damit anstelle. Essence. Ein Essence Eyeshadow in Peach Beach. Holographic Effekt. Toll. Peach, klar, immer gut. Ja, da war wohl mal so ein Overspray drauf und dann sind wir schon durch. Machen wir hier. Und ist eine ganz zarte Farbe. Das kann ich mir super gut vorstellen. Erstmal als Base vorweg und zum Verblenden und sowas. Wo ich ja so ein Verblendeteufelchen bin. Ha. Da sieht man auch, dass das mit so einer Base, also in diesem Fall habe ich ja jetzt das ein bisschen unten drunter gehabt, dass das gleich gut aussieht. Toll, passt super zusammen. Und da ist noch einer mit bei in Grüntönen, nein, Blautönen. P2 Spacey Stratosphere 120. 3 in 1 Lidschatten steht hier. Mit strahlendem Highlighting und matten Effekt. Matten. Mermaid wieder. Da, da sind die Farben. Kriege ich die jetzt nicht leuchtender hin? Ich überlege gerade, ob ich da irgendwie eine Creme schon drauf habe. Ja klar, ich habe doch eben das Rasiergel ausprobiert, deswegen hält das nicht so richtig. Toll, super. Da ist immer noch was drin. 5 Sachen noch. Steht mir einfach nicht. Okay, dann drücke ich mir mal die Daumen. Wird das ja schon, wenn ich jetzt schon so wieder so oft drauf gedrückt habe, dann wird das ja wieder ellenlang. Sleek. Sleek Antique, von dem haben sie doch auch alle erzählt. Erstmal habe ich jetzt 2 Sleek. Oh, ist der schön. Oh. Sieht hier total glitzerig aus, aber hier nicht. Und da ich das jetzt eben mit dem Highlighter gemacht habe, kann ich das ruhig da nochmal rüberziehen, würde ich sagen. Wow. Der ist schön, danke. Du bist ein Baby, du kommst gleich zu deinem Bruder hier oder zu deiner Schwester. Die andere Stick habe ich da hingepackt, dann kommst du damit hin. So. Nein, ich muss ja erstmal noch Beute sehen. Alles heile. Wie gewonnen, so zerronnen, weißt du? Nächste. Ich muss ja immer erst nochmal Beute sichten danach. Ich muss immer erst nochmal gucken, was da alles Schönes gab. Tja. Da wieder abputzen. Meiner Grüne hat es bis jetzt auch überstanden. Ein leichter Ditch ist drin, da wo die Beule war. Jetzt gerade vom Krabbeln. Hm. Jetzt kommt da hin. Da noch was. Mein Backup. Was gab es da? Du weißt ja, wo es ist, falls es dann doch wieder haben möchte. Den kenne ich auch noch nicht. Von Essence Color & Go. 112 Time for Romance. Du bist auch so ein Glitzer-Fan, ne? Freak. Auch so eine schöne Farbe. Ganz, ganz toll. Guck mal da. Wenn ich den in Kombination hier mit dem Weiß mache, sieht bestimmt auch super geil aus. Super geil. Kann man das da so ein bisschen sehen? Dann konnte ich ja kürzlich nicht mal meinen schönen Glitter sehen im Video. Aber naja, also halte ich es hier nochmal hoch. Traumfarbe. Ist immer noch was drin. Noch mehr für die Lippen. Moment. Machen wir gleich. Fällt alles langsam auseinander.
freue mich schon voll auf das Buch. Place de la Concorde. Via Medici. The Note Banner. Ich habe ihn nicht mehr gekriegt. Oh geil. Süße. Da. Probieren wir sofort aus. Oh Gott, ich bin jetzt total verschmiert, ne? Sogar ein nasses Läppchen hier, warum ich nehme ich das denn hin? So, jetzt mal ganz in Ruhe hier. Moment mal. Tut mir leid, dauert gerade einen Moment. Der Michaela-Puder einmal. Kommt aber gerade nichts raus. Dank meiner lieben Magda. Magda? Schwieriger Name, habe ich dir damals schon mal gesagt. So. So. Und da es ja nude ist, muss ich keine Blätter drumherum werden. Passt doch sogar jetzt auch zu den dollen Wangen hier und so. Kann ich den tragen oder ist das nicht so meins? Also einmal ausprobiert hier. So. Toll, das kann ich noch auf jeden Fall ausprobieren. Und Via Medici. Die Farbe hatte ich auch mal, die ist mir direkt kaputt gegangen. War eine wunderschöne Farbe. Würde ich mir jetzt abschneiden oben, weil das beim letzten Mal sofort hin und her gewackelt ist. Total schöne Farbe, wirklich ganz, ganz große Klasse. Von P2 ist sie übrigens. Und nochmal P2 Pure Color Lips, Pure Color Lipstick, 110 Place de la Concorde. Ein Barbie Pink. Das ist aber wirklich ein Barbie Pink. Nein. Okay, Peter hat das ausprobiert. Klasse. Ich habe da doch noch was gesehen. Ja, zwei noch. Eins unbeschriftet, das liegt jetzt ganz unten drin. Aber das hier, ich sehe aber schon was blitzen. Mattifying Perfection von P2. 030 Rose. Ganz sanftiges Puder. Ganz, ganz große Klasse. Da ist wahrscheinlich zu weit unten. Das scheint ja direkt mit meinem Farbton zu verschmelzen, mit meinem Hautton, ne? Das scheint doch perfekt zu sein, oder nicht? Guck mal. Und deckt direkt wieder ab. Ha, ha, ha. Super. Danke. Ach, schön. Das muss ich mir nicht so schocken, wenn ich um die Ecke komme. Danke. Und trotz allem ist immer noch ein Päckchen drin. Und da steht auch noch was drauf. Staubt bei mir ein und das ist echt schade. Dann haben wir es geschafft. Ach, fast geschnitten. Abgerutscht. Loop All-Time Favorite 9. Da habe ich auch vorgestanden. Auch so schöne Farben. Habe ich noch Platz zum Swatchen? Also es ist eine Palette, die nennt sich All-Time Favorite mit 9 trendigen Farben. Und das schien mir eben so wackelig zu sein. Ist da noch was drunter? Nee. Weil ich habe ja, es gibt ja Sachen, wo ich jetzt... Da ist da noch was drunter. Schieben. Da. Was zum Schieben. Das fühlte sich nämlich so an, als wäre da was mit einem kleinen Applikator dabei. Denn wie gesagt, seit Moldavid mir gezeigt hat, dass diese kleinen Dinger abnehmbar sind, also achtet drauf, alle Sachen von Rival de Loop, die unten sowas haben, da könnt ihr das hier abnehmen, da ist Lipgloss drin. Ich dachte mal, es wäre so wie diese kleinen Zettelchen unten, die einfach bloß die Farbe zeigen. Nein, es ist Lipgloss drin. Dass die das da auch nirgendwo dran schreiben. Ich meine, das sind Lippenstifte für 1,69. Da kriegt ihr noch ein Gloss dazu. Das ist der Hammer. So. Und irgendein anderes Teil habe ich auch
ein Puder oder sowas und das habe ich dann gesehen im Video und da schiebt die ganz locker unten eine Schublade auf und dann ist da auch eine tolle Quaste drin. Wusste ich nicht. So. Jetzt wissen wir also, dass da noch ein Geheimfach ist und die Spots schon mal jetzt noch einmal alle durch. Ja, auf der Seite habe ich noch nichts, das ist gut. Da fangen wir vorne an. Schöne Farben. Oh, 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 oh. Das ist so eine Palette, die man auch super mit so on Tour nehmen kann, weil man da alles drin hat. Grautöne sind da drin, da ist jetzt gerade ein grüner, da kommt ein Anthrazit, lila, gülden, braun und nochmal ein lila Ton. Dann habt ihr hier die ganze Bandbreite. Hammer. Toll. Kann mit auf Reisen gehen, Clubs, habt ihr alles dabei. Super, herzlichen Dank, das habe ich gerade in das Make-up gelegt. Herzlichen Dank, das war toll, so viel Beute. Du hast jetzt bestimmt ganz viel Platz in deinem Schrank, da muss schnell wieder was her. Jetzt habe ich dir sozusagen einen Grund verschafft, dass du shoppen darfst. Nie? Herzlichen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich melde mich jetzt gleich erstmal bei dir und ja, danke, ne? Bis denn, herzlichen Dank. Tschüss.